Egal, wir müssen auf jeden Fall irgendwas auswechseln, weil ich würde tatsächlich sehr gerne die Medaille mit mir führen, weil die ist sehr nützlich, muss ich euch nicht erklären. Dann packt doch die Erzmedaille. Oh, der eine hat da was. Oh, Itemladen! Was ist denn? Nichts. Es ist nicht so, dass ich jetzt ganz aus dem Häuschen wäre. Aber so oft wie du jetzt bereits bei mir warst, bist du eben schon mehr als ein normaler Kunde für mich. Was reicht eigentlich? Entschuldige bitte, ich vernehme der Spur. Also, du bist ja bestimmt hier, um das Itemlager zu nutzen, ne? Nein, eigentlich gar nicht. Also wirklich, wieso sprichst du mich denn an? Ach, da bist du ja schon wieder. Die Pikachu. Okay. Du siehst das, wo das Herz drauf ist? Das hier. Das da. Was macht dann das eine da oben? Was macht die Medaille rechts? Dieses. Schatzmedaille. Was brauchst du nicht wirklich? Was macht die denn? Öfter Schätze. Öfter Schätze bedeutet was? Nicht wirklich. Öfter dass Drops. Du mehr Schätze bekommst. Ja, dass du halt die Gegner mehr Drops droppen. Das brauchst du aber nicht. Nee, das brauche ich im Moment. Also ich hab's ohne Ding geschafft, genügend Schätze für die ganzen Sachen zu bekommen. Also schaffst du es auch. Ich würde sagen, so ist ganz gut eigentlich. Ja. Goodbye. Oh, hi. Kommt gerade richtig. Ich hab ein neues Item und die Menschen können einen kleinen Köcher erwerben. Werft ruhig einen Blick darauf, wenn ihr möchtet. Einen Köcher? Hey, interessiert euch das für einen kleinen Köcher ausgezeichnet? Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr ganz 5 Fallen mehr tragen. Wie überaus vorteilhaft. Und dann versuchen wir bitte. Soll ich bei ihm auch alles leer kaufen, hier die Reihe? Du kannst davon unendlich viele kaufen. Ach so, echt? Echt. Aber dann sind sie ja unnötig. Die sind ja auch unnötig. Oh. Ich würde trotzdem sagen, was du machen kannst, ist dir schon mal den Köcher zu holen, weil du die ja zu 100, weil du die ja komplett noch aufwerten kannst. Ich habe die einfach nur einmal gekauft, aufgewertet und meine Itemlager gepackt. Also den soll ich jetzt kaufen, meinst du? Einfach nur just for fun. Ja, ich würde sagen, packst du in dein Itemlager später, wenn du genügend Bro? Dinger hast. Er lässt mich nicht. Okay, nee, dann hat, weil dein Dings voll ist, wenn dein Abenteuertasche voll ist. Egal. Geh wieder raus. Oh, geh mal raus und wieder rein! Passiert dann was? Und dann redest du nochmal mit der Ollen, mit der Kleinen, mit der süßen, mit der Schnecke. Mit der. Ich glaube, da muss man den Tag wechseln. Ah, da bist du schon wieder. Hab ich dir einfach gefehlt. willst du die Sachen verstauen? Also wirklich? Nee, das ändert sich nur, wenn man, glaube ich, den Tag ändert. Okay. Ich weiß, was du noch machen könntest. Geh mal auf deine Karte vom ganzen Wolkenhort, also von komplett. Sollst du da rauszoomen können, oder? Da. Du willst zur Roulette-Insel. Ist das was Neues? Ich weiß nicht, ob du mit dem schon gesprochen hattest. Gerade, weiß ich nicht. Damit du das Link aussieht. Okay. Bekommen. Dann sehen wir uns bei der Roulette-Insel wieder. Bam! So, ich habe gesehen, hier gibt es 2 Kisten, die wir direkt einsacken können, bevor wir zur Roulette-Insel gehen. Das machen wir doch direkt mal. Falls das geht. Absprung! Okay, das haben wir schon. Aha! Ha, mich. Mich könnt ihr nicht austricksen. Nee, nee. Ich schnapp mir jede einzelne Küste, die ich hier finden kann. Egal ob am Gras oder in der Luft. Eine Trankmedaille, kriegst du sie beide, kannst du Effekte deiner Tränke verlängern. Das ist sehr nützlich. Nimm sie mit, wenn du Tränke im Gepäck hast. Das ist voll. Ja gut, aber hier war noch eine. Moment. Ja, da war... Ja, unter mir. Oh, Tatsache. Oh, Tatsache. Ja. Warte erstmal wieder da hoch. Da hoch, da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Dann hier hin. Da hoch, dann loslassen. Und dann kann ich mich hier runterhangeln lassen, ne? Ja. Komm. Ja. Und dann finden wir hier eine weitere Chess. Mit etwas ganz Tollem. Ernsthaft? Noch eins davon? Haben die Entwickler irgendwie keine Lust gehabt, mehr Herzteile zu verstecken?
Lebenskraftmedaille und noch eine Lebenskraftmedaille. Das heißt, zwei der ganzen Herzen sind nicht cool mit Herzteilen irgendwie in eine Quest verpackt, sondern einfach nur, ja, hier. Ja. Das finde ich lame. Okay, dann mal auf zur Roulette-Insel. In Gemeinde gibt es eine sehr große, lange Quest und das wollen wir mal starten. Aua. Unser Freund hier, der Clown, hat was für uns. Was soll ich denn tun? Was zum Verzweifeln? Was ist denn los, Bro? Meine Roulette-Scheibe hat sich von meinem Rücken gelöst und ist nach unten gefallen. Ohne ihre Hilfe kann ich diese Insel zu keinem verglücklichen Ort machen. Unmöglich! Wie soll es jetzt weitergehen? Wenn sie wirklich auf das Erdland gestürzt ist, dann war's das wohl. Gib's auf. Sunanach! Und wie bitte schön soll ich das wiederfinden, das durch diese dichte Wolkendecke gefallen ist? Das ist doch Mumpitz! Totaler Wahnwitz! Absoluter Quatsch! Ich kann es weg, dass diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel für die Aura-Suche festlegen. Falls ich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen Objekt befinde, müsste ich dieses Objekt auf der Aura-Suche entfernen. Soll ich die Änderung vornehmen? Okay. Ja, wir haben ja gerade nichts drauf. Der Wurgebieter, die Aura-Suche wurde von mir eingefragt. Ja, stimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gesuchte Objekt von hier aus in die Wüste Ranel gefallen ist, liegt bei einer Berechnung nach bei 90%. Stark vor die Wüste nach Objekten auszusuchen. Es wäre ein kleines Wunder, wenn mir jemand meine geliebte Roulettenscheibe wiederbrächte. Aber diesen Gedanken soll ich mir wohl besser aus dem Kopf schlagen. Ach was, wir finden das schon. Auf zur Wüste, da ist ja auch schon die Wüste. Okay. Blum, blum, blum. Hä? Da hoch? Ja, wie komm ich da nochmal hoch? Ich hab's vergessen. Auf der anderen Seite. Von hier, ne? Nicht da hoch, auf die andere Seite. Mike, auf die andere Seite. Oder? Drück mal den. Ja, mit wem komm ich doch da hoch? Nein. Ich glaub nicht. Nein. Doch. Ah, da, okay, ja, gut, doch. Aura-Suche. Ach, das Ding! Da sind wir doch schon mal, als wir das alles mal hier waren, da sind wir da drüber gestolpert, dachten uns so, hä, wofür ist das denn? Okay, kann man nicht interagieren, lassen wir es einfach mal da, vielleicht einfach ein Deko-Objekt? Ganz und gar nicht Deko, das ist wichtig für jetzt. Denn jetzt können wir damit was anfangen, und zwar dem Clown können wir helfen. Oh, warte, kommt jetzt der Roboter und das Tragen helfen? Das Objekt gefunden, das der Betreiber der Roulette-Insel verloren hat. Es ist möglich, den Roboter aus der Werkstatt zu rufen und es ihm abtransportieren zu lassen. Ja, dann ruf ihn halt. Sehr wohl, Gebieter. Ich werde den Roboter unverzüglich rufen. Wer hat dabei? Ihr habt mich gerufen? Oh, dieser Ort. Es ist ein herrliches Gefühl, wieder hier zu sein. Das hier soll ich einfach transportieren. Schon gut, schon gut. Immer mit der Ruhe, grüner Wicht. Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Immerhin macht er seinen Job. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wattenmeer reist und das Objekt zum Besitzer der Roulette-Route, Roulette-Insel bringst, Gebieter. Und dass du mir aber auch fein immer das sagen muss, was ich mir schon die ganze Zeit denke, ist halt auch nervig, ne? Also keine Ahnung, bei Fei ist manchmal nützlich. Es besteht eine 95% Chance, dass sie sterben werden. Es besteht eine 90% Chance, dass ihr noch nicht abonniert habt. Also du es lieber. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was fällt dir auf, irgendwie? Eigentlich hätten wir die Cam dreieckig machen müssen. Nein, so ist die Idee. Die ist so gut, wie sie ist. Aua! Der arme kleine Clown. Hey, Kopfo, schau mal, was ich habe. Ich habe dieses warme, schöne, kreisrunde Stück hergebracht. Blank. Also, sonst soll ich was bereit sein, lass mich wissen. Bitte. Ist das etwa? Kann es sein? Oh mein Gott, tatsächlich! Ich traue meinen Augen kaum! Ui,
meine geliebte Roulettenscheibe. Vielen, vielen Dank. Dann kann ich endlich meine Roulette in Betrieb nehmen. Oh, so glücklich war ich schon lange nicht mehr. Du darfst mein erster Kunde sein. Alles gerne. Dankeschön. Dankeschön, hat er gesagt. Hast du gehört, Iggy? Er hat Dankeschön gesagt. Darauf freue ich mich. Ja. Denn jetzt haben wir wieder 50. Genug für ein weiteres Geschenkchen von Mosego. Hey. Juhu. Mein Junge Herr, mir fehlen die Worte. Du kannst endlich wieder meine geliebte Roulette-Insel in Betrieb nehmen. Also verlange ich pro Spiel 20 Rubine, aber da du so nett warst, schießt du erst runter aufs Haus. Bitte erlaub mir, die Regel zu erklären. Die Kanone hier in der Mitte wird dich in die Luft schießen. Das Ziel ist, auf dem rotierenden Feld zu landen. Je nach Farbe, die das Ziel hat, kannst du Rubine eines bestimmten Wertes gewinnen. Landest du hier auf einem grauen Feld, dann musst du mir Rubine zahlen. Sei nicht zu gierig. Ein wenig Glück gehört bei diesem Spiel natürlich auch dazu. Also nicht böse sein, wenn du auf einem grauen Feld landest und ich dich um ein paar Rubine erleichtere. Hihi. Während du durch die Luft gleitest, wirst du auf Bonusringe sowie auf Dodo-Ballons stoßen. Manövriere dich geschickt durch die Bonusringe und höre dadurch deinen Rubin-Multiplikator. Je mehr Ringe du durchfliegst, desto langsamer wird sich auch das Roulette drehen. Somit sollte es dir auch nicht allzu schwer fallen, eine bestimmte Farbe anzufliegen. Pass bloß auf, dass du keinen Dodo-Ballon triffst, sonst wird dein Multiplikator zurückgesetzt. Ach, und den Paraschall kannst du bei diesem Spiel nicht verwenden. Das bereitet dich schon mal auf eine harte Landung vor. Hä? Fliege ich jetzt mit dem Vogel oder nicht? Genug der Erklärung, es wird Zeit, mal auszuprobieren. Okay, dann probier's mal aus. Juhu! Hab's doch gerade schon gehört, Junge, warum nochmal? Yes! Dann könnte losgehen, Trainer, wenn die beste Insel, wenn du bereit bist. Kanone klar machen zu Feuer! Aha, wir fliegen also nicht mit dem Vogel. Der schießt uns irgendwo hin. Und dann müssen wir keinen Ballon treffen, sondern die Ringe, die Geld einbringen. Oder so. Probieren wir es mal aus. Ich habe keine Ahnung. Wo wir was machen? Muss ich irgendwo hinzielen? Nee. Ah, so ist das gemeint. Ja, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Die darf ich nicht treffen. Mit seinem Face drauf. Das ist das Problem mit Controller. Ich glaube, das liegt vielleicht am Controller. Wenn ich zu hart nach vorne neige, dann macht das einen Blödsinn. Okay, ich habe bisher... Aber schon mal 7 habe ich jetzt, oder? Nee, mal 8 habe ich jetzt. Das ist doch gut. Und jetzt hier drauf. Die Rubine, du musst auf die Felder draußen. Hä? Was? Wo? Siehst du diese bunten Felder draußen? Da musst du hin. Das war. Was? Warte. Spielen. Das ist ja jetzt blöd, dass ich das verkackt habe. Aber ich habe nicht verstanden, wo soll ich denn landen? Hättest du mir vorher sagen müssen, ich hab nichts gesehen. Das hast du am Anfang gesagt! Ach, die bunten hier überall. Auf welches denn? Auf die, wo die Rubine drauf sind. Da sind ja einmal rote Rubine drauf, grüne Rubine drauf. Ja, auf dem, wo du am meisten bekommst. Also auf dem roten. Ja. Okay, das wollte ich ja fragen, ob der rote besser ist als der grüne. Ja, natürlich! Ja, okay, das war ja meine Frage. Entspann dich! Oder eine blaue? Nicht der blaue, die blaue sind 5 Rubine wert. Du möchtest ja deine 20 Rubine wieder haben. Graues Feld, du musst abgeben. Also das, wo du auf jeden Fall drauf gehen möchtest, ist dieses bunte. Also dieses blau und rote. Weil das gibt zwei, also das gibt, glaube ich, am meisten. Das kann man, ich weiß nicht, wie man da was timen möchte unten. Also das hier ist einfach relativ. Aber das ganz unten mit den Rubinen, das geht gar nicht. Mike, desto mehr Ringe du hast, desto langsamer wird die Plattform unten. Also desto langsamer dreht sich das und desto mehr Chancen hast du, was Geiles zu haben. Siehst du das? Hä, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Das müsste doch eigentlich dann schwerer sein. Mehr Geld muss es schwerer machen. Ah, da! Immerhin, warte, nur 10 Rubine? Oh. Mhm. Hey, du hast es geschafft. 10 Rubine. Und ein Sonderpreis? Was? Wie Sonderpreis? Das waren die 10 Rubine, das ist der Sonderpreis. So. Das ist sowas wie eine Urkunde, mit der du das mitgemacht hast. Das kann ich aber wirklich nicht abschätzen, alles, ne?
Naja, ich mag das Minigame auch nicht so sehr. Es gibt Leute, die usen es zum Bienenfarmen. Ja, aber ich würde lieber die Lore benutzen, dann kriegst du safe immer 50, wenn du Skill hast. Und ich hab da mittlerweile Skill da. Bin ich ein bisschen geübt jetzt. Also du kriegst ja 50, kriegst du 100%ig bei der Lore. Ich glaube, das ist sicher, aber 100 ist halt, also das ist halt, wenn du gut bist, safe. Okay, hier mal 10. Und dann den Regenbogen. Abwarten. Klar. Okay. 10 mal, ich glaube, es sind 20 Rubine. Echt? Ja, kann sein, oder? Sollen 200 Rubine sein, die wir jetzt bekommen. Oder sind das 10 Rubine gewesen? Ne, 20. Okay, ich habe vergessen, was ich gesagt habe, das ist besser. Was? 200? Ja, du bekommst unten beim Lorenspiel, kriegst du ja auch 100 Rubine. Ich glaube, das hier mache ich lieber, oder? Na, das hier ist halt so. Du hast. Du läufst halt. Einmal mache ich noch. Zu verlieren, ne? Letztes Mal. Darfst du auch nicht vergessen. Ja, natürlich. Aber die. Ich würde am liebsten gerne den Regenbogen-Ding bekommen. Da krieg ich wahrscheinlich um die 500 oder so insgesamt. Ja, aber es sind nur 500 Rubine, die du da bekommst. Alter, wie geil. Glaube ich, wenn ich das richtig rechne. Jetzt macht das auch Sinn, warum die ganzen Sachen bei Terry und im Laden und so teuer sind. Weil du hier einfach Geld farmen kannst. Auch bei der Lore, klar, aber ich glaube, hier ist es mehr vorgesehen, denke ich. Okay, komm. Ich habe immer die Lore benutzt zum Geld farmen. Oder später den, der Blaue! Deswegen farme ich da kein Geld, weil das einfach viel zu sehr random ist. So, und ja, ne, du kannst da viele Rubine, kannst aber viele Rubine einfach nur verschwenden. So, deswegen mache ich das lieber bei einer Sache, wo ich safe. Okay, das macht süchtig. Roulette macht süchtig, Leute. Wir müssen immer mal auch mal aufhören. Also, auf zum Wald! Guck. Ach, stimmt, das steht ja da oben wieder. Okay, ich habe eine Sache auf der Karte markiert und da weiß ich auch schon, wie ich da hinkomme. Das war mit dem Enterhaken. Sollte ich da auf jeden Fall jetzt hinkommen. Da. Oder warte, kann ich von hier runterspringen? Ja, doch. Ich habe auch noch eine andere Sache, glaube ich, mit dem Enterhaken. Nein! Schade. Aber bestimmt ist das möglich. Da, mit dem Enterhaken kann ich jetzt ja hoch. Das wusste ich schon die ganze Zeit. Und jetzt geht es endlich. Und jetzt habe ich diesen Stein endlich von dem Wald befreit. Das ist der letzte, glaube ich, oder? Sonst habe ich alle. Oder sagt jetzt Fei, hey, du kannst nach den suchen. Nee, sagt sie nicht. Okay, das ist weird, dass du die Aura-Suche nicht hast. Oder nicht bekommst. Egal. Vielleicht kriegst du ja ab den dritten. Kann auch sein. Hier sind die nicht, die sind nur auf Wolkenhort. Ah, sind nur im Wolkenhort. Oh, hast du unten das schon. Geh mal nach vorne, Mike. Geh mal nach vorne. Ja, die brüchelnde Wand. Hier runter. Schon. Da, die Wand. Die ah, die hast du schon. Ja, die habe ich schon. Die brüchige Wand. Was war denn der Mike? Ein Herzteil. Hier. Ja. War mein Herzteil, hab ich da hingelegt. Nice, danke. Long time no see, Morsego. Ich hab wieder ein paar für dich. Ich bin so glücklich, nimm das. Eine riesige Geldbörse halten. Sie bietet noch viel mehr Platz als seine alte Geldbörse. Hier kannst du bis zu 5000 Rubine aufbewahren. Boah. Ja. Ich benötige nur noch eine ganz kleine Menge an Juwelen der Güte. Noch so ein bisschen mehr über das Doppelte. Okay. Na gut. Okay, es ist die letzte Geldbörse wahrscheinlich jetzt, oder? Ich meine, es kommen noch mehr. Noch mehr? Ja. Okay. Es wird noch größer, Mike. Wie viel soll man tragen können? 10.000 am Ende? So, ich habe hier gesehen, hier da drinnen gibt es eine was? Eine Kiste, die wir jetzt gerade freigeschaltet haben. Ich glaube, das ist das. Ach, hier waren wir schon mal. Ja, waren wir schon mal. Perfekt von oben gelandet. Komm, das muss ich jetzt gelohnt haben.
Oh ja, das hat sich gelohnt. Ein Herzteil! Ein weiteres fehlt noch. Oh, und ihr müsst mich dran. Du musst mich dran erinnern, Ingi. Ich sollte gleich nochmal mein Herzmedaillon mit einpacken. Das ist wichtig. Ja. Ja. Achso, Mike, du sollst dein Herzmedaillon einpacken. Das will ich gleich sagen! Seid ihr so 3-3 an der mysteriösen Wand werden dir vielleicht fehlen erscheinen. Das war mal ein sehr nützlicher Tipp. Danke, Freund. Danke. Und dafür verprügel ich ihn. Bin ich nicht nett? Ich bin so nett. Also, ich habe hier anscheinend 3 Sachen markiert. Die wollen wir jetzt mal abchecken, ob wir die jetzt schon holen können. Möglich wäre es auf jeden Fall. Ich glaube, du kannst jetzt, du solltest relativ vieles jetzt holen können. Ja, hoffentlich alles. Das ist ja der Plan. Deswegen, ich frage, deswegen frage ich mich. Da oben ist eine Kiste. Wie komme ich an die ran? Wie wohl? Hm. Warum ist hier was? Markiert, warum ist hier was? Was? Wahrscheinlich mal nicht das hier mit der Markierung, oder? Ah! Ah! Jetzt macht das alles Sinn! Da kommen wir aber auch nur später hin. Da ist aber auch nicht viel drin. Da sollte, keine Ahnung, ein paar Rubine. Nur 20? Ich hab schon 50 oder so. Der ganze Weg, für 20 Rubinchen. Ja, ein paar Rubinen. Okay. Machen wir es mal da hinten, weil wir da näher dran sind. Ah! Ein Stein wird bewaffnet einem großen. Ja, Muskelprotz, ne? Schwammprotz. Dem sein Schild kannst du bei dir zerschneiden. Echt? Ja, weil. Nein, guck! Du musst auch schneiden. Ah! Wow. In die richtige Richtung muss auch. Ah, genau. Danke für den Tipp! Danke für den Tipp, Ingi! Au! Fällt seine Leiche noch auf mir drauf? Was soll denn das? Oh Gott. Das alles nur für. Fünf Rubine oder so. Ganze 5 Rubine! Hier kann ich stehen. Perfekt! Ich glaube, man muss das aber von der anderen Seite. Knapp. Geh auf die Karte. Da siehst du das? Wie du da hingehen musst, Mike? Nee. Mike? Du siehst da nicht, dass du da den anderen Weg gehen musst? Was? Wo lang? Du willst mir sagen, hier lang? Ja. Warte, ich kann mich hier hochziehen. Nee, guck. Ja, kannst du auch machen, ja. Sicher das, du kannst dann spielen, du kannst auch spielen. Ich spiele an der Musik. Hallo, hallo! Boingo, boingo! Ich glaube, da ist keiner. It's a red herring. Lass mich bitte durch! Okay, danke! Ich liebe es, wie in diesem Spiel sowas einfach funktioniert. POV, du spielst Dungeons Dragons und du bist einfach ein Bade. Tja. Das wollte ich doch gar nicht, aber egal. Ja. Du musst es halt wissen. Die Federn bekommst du, indem du so kleine Vögel im Wald halt fängst. Ah, dann bist du zurück zum Wald. Fischer. Genau. Hättest du mir vorher sagen können! Diese kleinen Vögel fangen. Es ist langsam dunkel. Egal, lass mich hier kurz auf. Oh, Rubine gibt's hier drin. Oh, lecker. Wir sind über 1000 irgendwie. Wir sind über 1000 Rubine. Ha! Weg hier! Wofür ist die Höhle? 1200 für das Herzteil. Ist hier noch ein Boss? Noch ein krasser Kampf? Oder einfach nur diese Elektro? Ja, ja, das, da kommt jetzt ein super krasser Boss. Da ist der Boss. Guck, die. Oh, 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 man. Das ist der Boss. Yes! Ein Herzteil! Damit hast du einen vollständigen Herzcontainer! Eieiei, eigentlich haben wir noch ein Herz, ne? Denk dran, wir haben eigentlich noch ein Herz. Als es jetzt angezeigt wird. Denk nur dran. Bro! Mein Gott, ey. Wie nervig können Gegner sein? Ja. Ja. Okay, rein da. Das ist einfach nur für den Rückweg. Ach so. Hä, man kann doch hier einfach wieder runter. Egal. Das kennen wir ja schon. So ein Abenteuer hier.
Und so kommen wir dann an den Stein ran. Ist hier links raus? Ja, hier links raus. Bisschen drehen. Ich muss ja hier ein bisschen spielen. Und dann nach da. Ja. Und dann sollte sich hier der Stein befinden. Das war knapp. Bisschen zu knapp. Gut, dass ich diesen Stein gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wann ich ihn gesehen habe, aber es ist sehr gut, dass ich ihn gesehen habe. Dann her! Ab mit dir! Und hole mir diesen wertvollen 300 Rubine-Schatz! Vielleicht ist er das auch nicht, aber egal. Kann ja sein. Weiß ich ja nicht. Okay. Einen Strahl habe ich mir noch markiert. Ich denke, ansonsten waren das hier in diesem großen Areal alle. Hier könnte noch was sein. Aber ich glaube, hier in der Richtung ist nichts mehr. Oder? Ich meine nicht. Oder, Ingi? Nö, ich glaube auch nicht. Nö, ich denke nicht. Okay. Dann sind wir schon fast da. Ach, ich habe mir eine Kiste markiert. Ja, aber hätte ich doch vorher hingekommen, ne? Ja, doch. Hast du denn schon beim Piratenversteck den, mal über dem Aus, also über so bei dem Kopf, da müsste einer sein. Auf dem Kopf? Weiß ich nicht, ob du den jetzt hast. Auf den Kopf da. Ah, jetzt so. Sehe ich's. Ja, nee, da war ich nicht. Da kann man hochziehen. Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Ah, das ist aber sehr gut, dass ich dich hier habe. Sonst hätte ich das ja einfach verpasst, obwohl das so einfach eigentlich ist zu sehen. Ja. Ja! Yeah. Ja, die würde ich mir alle eigentlich direkt schnappen, wenn ich kann. Ich glaube, das ist noch nicht. Bam! Und dann fällt's wieder runter. Weil hier über mir ist ja so ein Ding. Ja. Jetzt runterspringen, ne? Ja, wie du dir halt. Ich weiß nicht, wo soll ich denn hin? Dort, wo du halt Vögel findest. Also dort beispielsweise, wo Bardo runtergefallen ist. Also es gibt viele Orte, wo die Vögel spawnen. Ach, schau mal, kann man doch schaffen. Du musst ja nur gucken. Ja. Du musst halt nur gucken, dass du halt sehr langsam an die Vögel rankommst und die dann fängst. Ich höre sie. Hörst du sie auch? Ich glaube, Vögel hörst du immer in diesem Ding, also. Ne, hier, guck. Ja. Ja, genau, du musst halt ganz lang, also wirklich ganz langsam und dann. Ups. Nein, das darfst du nicht so machen, Mike. Du musst da wirklich ganz langsam dran stellen und die dann fangen. He's dead! Wie nah? Ganz nah, so dass du halt mit dem Kescher über dieses bist. Du musst dir halt beim ersten Mal da. Eine Vogelfeder! Diese Federn werden im Wolkenort wegen ihrer Seltenheit und Nützlichkeit hochgeschätzt. Das letzte Sammelgegenstand. Nee. Doch, Sammelgegenstand schon, aber uns fehlt noch ein Insekt. Ah, die spawnen hier immer wieder, guck. Ja. Sie war voll nervig zu bekommen, muss so langsam gehen. Darf sich nichts trauen. Jo. Komm unter meinen Hut! Hab ich nur so meinen Hut bekommen. Du kannst ja auch nur einen fangen, weil der andere direkt wegfliegt. Das ist das Nervige. Hey! Nein, Mike, das sind keine Vögel. Sicher? Ich kann es ja mal ausprobieren. Aber die spawnen immer wieder. Das ist ein guter Ort zum Farmen. Finde ich. Komm, unter meinem Hut! Unter meinem Hut! Ja, die spawnen ja immer wieder. Also Leute, merkt euch diesen Ort hier. Direkt neben, wo der Stein war. Hier spawnen sehr oft. Es gibt bestimmt noch andere Orte, aber das ist jetzt auf jeden Fall der, ja, den ich mir merken werde. Ja, beispielsweise auch dort, wo Bardo runtergefallen ist. Der ist ja dann immer noch, ne? Bardo ist ja dann immer noch. Ja, ja. Ich will mindestens einen davon haben, damit ich halt das Slot ausgefüllt habe. Ja. Weil dann sieht es aus wie 100%, weil ich alles hier einmal hatte. Ja. Moment. Im hohen Gras. Wo ist hier hohes Gras? Oder wo sich woanders sind? Dort, wo halt Gräser sind. Also hier ist, sollte, da hinten sollte irgendwo auch hohes Gras sein. Die Richtung? Das sind halt diese. Geh mal. Oh Gott, ich weiß jetzt nicht. Boah, ah, da ist Junge, hab ich mich erschrocken.
Mike, da hinten ist der Hostgast. Da, da. Hier? Da könnte der irgendwo rumlungern. Du musst auch aufpassen, Mike, dass du halt dem dann hinterher sprintest, ne? Wenn du den siehst. Das ist noch Gras. Oder ist Dusty vielleicht damit gemeint? Aber das Gras sieht ein bisschen anders aus. Das ist ein bisschen anders. Das ist ja das würde ich hohes Gras nennen. Und vielleicht ist es ja hier. Das ist das Letzte, was ich jetzt noch machen kann. Hey! Ja! Das sind die, das? Das sind die, ja! Mein Controller will nicht! Hä? Was zum? Jetzt geht's wieder, jetzt geht's wieder! Ja, ranschleichen lohnt sich bei denen halt gar nicht. Ja, das waren die aber. Da ist noch einer! Nice! Ein Pharaoh-Hüpfer! Schwärme dieser Insekten fahren alle 10 Jahre über das Land her und vernichten die komplette Vegetation. Was? Selten und asozial. Okay, nice. Selten und asozial. Ja, okay. Okay, mach. Geh nochmal mit der. Red nochmal mit der einen. Hallo, Pika! Ich habe sehr viel Abenteuer bestritten. Und du? Ach, da bist du schon wieder. Hab ich einfach gefehlt? Ja, hast du. Hast du mich. Oh. Die Arme sind. Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do? Okay. Ja, Leute, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich heute machen wollte. Beim nächsten Mal werden wir dann wahrscheinlich Richtung Eldin gehen. Vielleicht ist es hier Ende der Folge, vielleicht geht die Folge auch gleich für euch weiter, je nachdem wie ich das schneide. Ich schneide ja alles ziemlich komisch zusammen, deshalb mal schauen. Für den Fall, dass das hier der Ende der Folge ist, würde ich sagen, Ingi, du darfst es machen. Okay, ja. Ja, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es heißt, wir spielen Legend of Zelda Skyward Sword International! Der muss einfach sein. Das sieht so geil aus.